Der Türkenschanzpark im 18. Bezirk wurde 1888 von Kaiser Franz Josef persönlich eröffnet und ging 1892 in den Besitz der Stadt Wien über. Von den 150.000 Quadratmeter Fläche sind 6.500 Quadratmeter Wasseranlagen. Adalbert Stifter war in der Biedermeierzeit als Maler und Dichter tätig. Sein bekanntestes Werk ist sicher Bergkristall. Die Lehrerin Auguste Fickert kämpfte als Frauenrechtlerin und Journalistin im 19. Jahrhundert für die Emanzipation der Frauen. Theodor Hermann Leschetizky war ein polnisch-österreichischer Pianist, Komponist und Musiklehrer des 19. Jahrhunderts. Der Vinzenz-Priesnitz-Brunnen erinnert an den Naturheiler, der die Kaltwasserkur in Österreich und Deutschland erneuerte. Arthur Schnitzlers wohl bekanntestes Werk ist Der Reigen. Wenige wissen, dass er auch Arzt war. Leon Askin machte eine Weltkarriere als Schauspieler und spielte sogar in Hollywood Monumentalfilmen. Schmid Hansl war der letzte Herr des Wiener Liedes. Der türkische oder Jonas Emre Brunnen wurde 1991 errichtet. Das Denkmal der ukrainischen Kosaken erinnert an einen Teil des Entsatzheeres, das bei der zweiten Türkenbelagerung 1683 die Stadt Wien rettete. ...1931 ließ der österreichische Turnerbund dieses Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges errichten. Adolf von Guttenberg war ein adeliger Forstwissenschaftler und Naturschützer. Die Paulinenwarte ist ein Aussichtsturm, wurde früher aber auch als Wasserspeicher genützt. Genießt jetzt ein bisschen die Bilder des Frühlings im Türkenschanzpark. Der Pötzleinsdorfer Schlosspark im 18. Bezirk liegt am Nordabhang des Schafberges und ist über 350.000 Quadratmeter groß. Das Löwentor ist der Haupteingang. Das eigentliche Schloss liegt ein paar hundert Meter dahinter. Es ist längst umgebaut und beherbergt heute eine Waldorfschule. Die vier Attika-Statuen des 1881 ausgebrannten Ringtheaters zeigen die Stimmlagen Sopran, Tenor, Alt und Bass. Dieses singende Quartett überstand den furchtbaren Brand, bei dem 384 Menschen starben, nahezu unbeschädigt. Noch aus der Barockzeit stammt diese Venusfigur im Schlosspark. Das Breindl-Salettl
im Schlosspark ist nach Maria Breindl, einer der berühmtesten Kurtisanen zur Zeit des Wiener Kongress, benannt. Johann Baptist von Alxinger war ein österreichischer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, der Freimaurer war. Die Plastik Junge Menschen stammt von Hilde Urey und wurde 1982 in einem der kleinen Teiche aufgestellt. Und auch im Pötzleinsdorfer Schlosspark ist der Frühling natürlich längst angekommen. Beliebt bei Alt und Jung sind die Ziegen und Schafe in den Tiergehegen des Pötzleinsdorfer Schlossparkes. Am Kinderspielplatz wecken heimische Waldtiere als Holzskulpturen schnell das Interesse der Kinder. Mit über 600.000 Quadratmetern ist der Donaupark im 22. Bezirk eines der größten Grünerholungsgebiete Wiens. 1983 feierte Papst Johannes Paul II. Auf dieser Wiese vor 300.000 Besuchern eine Feldmesse. Der Donauturm ist mit 252 Meter Höhe seit 1964 das höchste Gebäude Österreichs. Zuvor war es mit 137 Metern der Stephansdom. Salvador Allende versuchte in Chile eine demokratische Regierung einzurichten. Dieses Vorhaben wurde 1973 mit einem Militärputsch beendet, den Allende auch nicht überlebte. Simón Bolívar, genannt El Libertador, war maßgeblich am Unabhängigkeitskampf vieler südamerikanischer Staaten beteiligt. Juan Pablo Duarte y Diez gründete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Dominikanische Republik. Der kubanische Schriftsteller José Martí engagierte sich im Unabhängigkeitskampf seines Landes sehr stark. José de San Martín war im frühen 19. Jahrhundert ein Freiheitskämpfer im heutigen Argentinien. Ernesto Che Guevara war ein kubanischer marxistischer Revolutionär und Guerillaführer, allerdings auch Arzt und Schriftsteller. José Gervasio Artigas war als General an der Unabhängigkeit Uruguays stark beteiligt. Ücio Hatschepejov war ein sowjetischer Komponist der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Theophrast Bombast von Hohenheim war der richtige Name des Arztes Paracelsus, der schon im 16. Jahrhundert ein Visionär war. Die Figurengruppe Die Technik als Apokalypse von Karl Anton Wolf enthält das goldene Kalb, den babylonischen Turm und das Golgatha-Syndrom.
Das Mosaik-Kaffeehaus-Szene stammt von Maitre Helmut Leherb. Die Mosaikwand mit Fantasievögeln schuf Kurt Konrad Löw. Unter dieser Figur namens abstrakte Darstellung kann sich natürlich jeder etwas vorstellen, oder? Die Skulpturengruppe König und Königin von Kurt Göbel wurde 1965 aufgestellt. Die Solarblume erzeugt Strom aus Sonnenenergie, die zum Betrieb der Altlastabsicherungsanlage Donaupark Bruckhaufen verwendet wird. Einige Frühlingsimpressionen aus dem Donaupark.